Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen, wenn einer eine Reise tut, dann kann er oder auch sie etwas erzählen, heißt es. Die Welt anschauen, andere Erfahrungen und Lebensweisen kennenlernen, lohnt sich aber auch, um die Welt besser verstehen zu lernen. Es ist eine Möglichkeit, dem wachsenden Nationalismus Einhalt zu gebieten, Toleranz und Weltoffenheit nicht nur zu postulieren, sondern auch zu leben. Das Programm Erasmus Plus ist eines der erfolgreichsten Programme der Europäischen Union und sehr geeignet, genau diese Ziele zu stärken. Erasmus Plus umfasst auch die früher selbstständigen Programme für den Austausch im Schulbereich, in der Berufsbildung, in der Erwachsenenbildung, im Sport und für den Jugendaustausch. Und es läuft zunächst bis 2020. Noch in diesem Jahr soll ein Zwischenbericht vorgelegt werden, doch es häufen sich schon jetzt Hinweise darauf, dass nachgebessert werden muss. Und das ist scheinbar kurios. Der Erfolg des Programms ist gleichzeitig sein Problem. Die Zahl der Förderanträge ist teilweise extrem angewachsen, was ja für das Programm spricht. So wurden 2011 noch knapp 34.000 Teilnehmerinnen aus dem Bereich der Hochschule gefördert, alleine aus Deutschland. 2015 waren es schon 42.000 Personen. Der Hochschulbereich ist gleichzeitig der mit Abstand stärkste Förderbereich. Nur halb so groß ist der der beruflichen Bildung. Zwar wird dort eine höhere Förderquote erreicht, aber die Zahl der Antragstellungen ist auch wesentlich geringer. Professor Esser, der Präsident des Bundesinstitutes für Berufsbildung, nannte in dieser Woche in der Anhörung zur Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung im Ausschuss auch den Grund. Es ist der Bürokratieaufwand bei der Antragstellung, und der sei für viele Betriebe zu hoch. Und Ähnliches beklagt auch die Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Deutschland. 300 Seiten Programmleitfaden sei nicht nutzerfreundlich, finden sie, und wir finden das auch. Darum ist sind es vielleicht, wie in meinem Bundesland, vor allem die größeren und erfahreneren Träger, die wiederholt auf erfolgreiche Antragstellungen verweisen können. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat vor einem Jahr schon darauf hingewiesen, dass in den meisten Förderbereichen des Programms die Förderquoten oder die Förderbeträge sinken. Auch das ist ein Ausdruck des Programmerfolges. Und darum bedarf es dringend einer Aufstockung und einer Entbürokratisierung, damit mehr Menschen von diesem Austausch profitieren können. Der Staatssekretär hat das eben auch gesagt. Und das gilt insbesondere auch für den Schulbereich. Auch hier ist der Etat gewachsen, aber hauptsächlich für den Austausch von Lehrkräften. Doch in meinem Bundesland, nicht nur da sicher, ist das Interesse der Schulen vor allem voran, das der war über Sachsen-Anhalt, nicht Ihr Bundesland. So ist das. Vor allem voran der über 20 Euro Schulen ungebrochen. Aber Reisen muss man sich eben auch leisten können. Und dieses Austauschprogramm ist für Bildung von Weltoffenheit und Toleranz unersetzbar. Und darum muss der Etat dringend weiter aufgestockt werden, damit niemand aus finanziellen Gründen darauf verzichten muss. Aus mehreren Berichten entnehmen wir, dass die Sichtbarkeit der ehemals selbstständigen Programme Comenius für die Schulen, Jugend in Aktion für den Jugendaustausch, Leonardo da Vinci für die berufliche Bildung und Grundtvig für die Erwachsenenbildung hinter dem dominierenden Erasmus-Programm ein bisschen zurückstehen. Das allerdings hatten wir 2012 schon befürchtet, und die Bundesregierung hat das eigentlich auch so gesehen, wie man in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage aus unserer Fraktion aus dem Jahre 2012 entnehmen kann. Ich glaube, wir müssen jetzt hier in der Tat reagieren. Wir haben in der kommenden Sitzungswoche im Ausschuss eine Anhörung, ein Fachgespräch dazu, und ich hoffe, dass wir aus diesem Fachgespräch etwas schlauer herausgehen, nicht nur über die Kenntnis der Probleme, sondern auch vielleicht für Lösungsstrategien sorgen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Heil. Als nächstes spricht Martin Rabanus von der SPD-Fraktion.